Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge im LS22 Challenge Projekt. Mit dabei alte Bekannte Andi, Patti und Schweizer. Hallo. 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 Direkt wieder rein in die nächste Aufnahmesession, direkt wieder was gekauft, ne? So ist es. So ist es. 10.500 Euro. Ich zeige euch gleich, was wir gekauft haben, sonst kommen die Fragen wieder in den Kommentaren zu Heu. Was Gelbes. Was Gelbes. Es laggt. Tipps bitte jetzt in den Dingern. Ne, Quatsch. Wir haben uns gekauft. Einen Tiefenlockerer. Haben wir uns für entschieden, war günstig zu haben. 10.500, 4 Meter, tipptopp. Haben wir es besser machen. Guck mal, da wurde noch was gekauft. Ein Fliegel-Silo-Verteiler, glaube ich, ist das. Das ist eine Überraschung. Was eine Überraschung. Wir haben zwei neue Mods mit drauf. Unter anderem den hier. Es ist aber dunkel geworden. Und dann haben wir noch irgendwas Spritzemäßiges mit drauf, habe ich gesehen, ne? Was war denn das hier? Procession Sprayer Pack. Wurde auch mit draufgenommen. Was war da noch? Hier gucken. Aha, ich verstehe. So, was haben wir denn heute zu tun, Männers? Ich bin am Sehen. Die Mission noch sehen. Der LKW ist unterwegs. Dann muss ich hier drin bleiben. Hallo, Schweizer. Hi. Die machen Sachen tun, tun. Hat jemand noch eine Mission frei? Eine Mission ist noch frei. Wir könnten mal versuchen, dir eine Spritzmission anzunehmen. Können wir gerne machen. Wir haben immer noch diesen Bug mit den Missionen, ne? Ah. Dann muss ich aber den Nebeta jetzt mitnehmen. Oh, dann nimm. Okay. So, wo bin ich? Wo sind wir denn hier eigentlich? Auf unserer Wiese. Unter der Wiese. Oben ist eine Ausfahrt, oder? Sehe ich das richtig? Ja. Ah, wieder mal in Beta gefahren. Lang ist her. Lang ist es her. Gibt es hier eine offizielle Straße, Weg? Hier vorne andere Seite, was? Ach, das ist... Ja, okay. Weiß nicht Bescheid. Richtung Feld 7 runter und dann unten über die Brücke. Das heißt, ich gehe jetzt hier Herbizid spritzen. Mhm. Sehr schön. Habe ich, glaube ich, noch gar nicht gemacht in dem Projekt. Ich glaube, hat auch noch niemand gemacht in dem Projekt. Von uns nicht. Der auch so schwankende MS-Zahl? Was heißt schwankend? Zwischen 40 und 2000. Nee, das habe ich nicht. Also bis jetzt. Zwischen 30 und 35, ja, aber. Auch mal 28 sind dabei, aber mehr ist nicht. Ist da im Hintergrund was runter? Oh, da ist Holz. Nee. Und die ganzen Streams und so geschlossen. Du guckst Streams neben der Aufnahme? Ah, ja, natürlich. Andi. So, das funktioniert auch noch. Hatte, glaube ich, düngt gerade unsere Hofflächen, wenn ich das richtig sehe. Oder Kalk. Patti, Düngen oder Kalk? Warte, sag's nicht. Düngen! Düngen tut er. Ist heute ein bisschen düsterer als wie sonst hier? Ein bisschen dunkel ist, ne? Irgendwie ist auf einmal ein Schlag dunkel geworden. Ja, komisch. Naja. Ist denn schon was in dieser Spritze drin? Das werde ich gleich rausfinden. Ach nö, ehrlich jetzt? Ach, das ist die Geschichte wieder. Oh nein. Muss noch mal kurz in die Werkstatt. Die war hier irgendwo, glaube ich. Muss dann aber mal hier mal die Anhängerkupplungen tauschen. Ach, das schon wieder. Ja, ja, das übliche Tipp. Ich glaube, hier vorne war das denn. So, gibt es Sachen, die wir spoilern wollen, was diese Woche passieren wird? Rein theoretisch. Ich glaube, es ist noch zu früh dafür. Er ist noch zu früh dafür. Gut, dann müssen wir euch leider noch ein bisschen gedulden. Wenn wir es dann nicht schaffen, dann... Ja, dann ist wieder doof, ne? So, es geht nämlich darum, dass wir hier... 3. Ja, Ankerkupplung muss die ja sein. Oh, die kostet Geld. Ich muss da Geld investieren, ne? 4.000 Euro kostet das. Soll ich dir sagen?
Dann lass den MB-Truck stehen, ich bring den LKW. Sehr schön. Soll ich dir den MB-Truck bringen? Ich bin eh gerade hier Treppen, um eine Ecke. Bist denn du? Ah, da vorne. Der Hof ist weitläufig. Hallo! Tag. Ich glaube, da können die aber auch den Dingens. Ah, ja, guck mal. Mein LKW ist wieder da. Jetzt macht es mehr Sinn. Boah, das sieht richtig gut aus, sogar mit den Kabeln und so weiter. Tipptopp. Was wurde denn angenommen? 57 wurde mir angenommen. Die ist wo? 52, 54, 56, 57. Oh Gott. Komme ich denn da wieder hin? Über Dennis Hof, glaube ich, am ehesten. Ja, ich war über Dennis Hof. Wie geht's euch sonst, Männer? Wie war eure Woche? Kränklich. Ja, du wieder, ne? Ja. Willst du nicht mal hier gesund werden? Arbeite ich. Ja, wollen ja. Arbeit, ja, das kenne ich. Habe ich auch gemacht. Gehört ein bisschen dazu. Patti, wie war deine Woche? Reden wir nicht drüber. Ein buntes Potpourri aus allem. Zwischen Mist und Scheiße war alles dabei. Natürlich, wie immer. Wie immer. So, dann geht's hier rein. Gucken wir mal. Dünger irgendwo am Hof. Nicht, dass ich glaube nicht, dass das ein bisschen reicht für die Wiese noch hinten. Müssen wir wohl einen holen. Hier ist Dennis, hier ist Niki heute mit dabei. Der ist als Ersatz für Ralf. Und was machen die da? Achso. Ach, die fahren Gras ein. Ihr müsst da vorbei, ne? Waren da Gras ein. So, wo bin ich? Wo muss ich jetzt hin? Warte mal, ich bin jetzt hier. Muss irgendwo links ab auf alle Fälle. Es wird wahrscheinlich hier hinten sein. So schlimm. Ach, die haben auch schon. Die haben große Schafe, ne? Team Dennis. Die sehen relativ ausgewachsen aus, die Viecher. Und die waren auch ziemlich halt der ersten, oder? Ich glaube ja. So, das sieht mir doch noch eine Feldeinfahrt hier aus. Ja, guck mal, Dagi war stolz auf mich. Ach verdammt, hier steht ja doch noch ein Beck. Das ist ja nicht so hübsch. Brauchen wir eh immer. Theoretisch müssten wir ja durch dieses Spot-Spraying, was wir ja mitgenommen haben, weniger brauchen jetzt, ne? Und nicht bei Mission, dort ist ja oft ganz flächig. Geil. Aber trotzdem spritzt es halt nur jedes Pflänzchen und nicht auch, wenn es kein Pflänzchen, also Unkrautpflänzchen drunter hat. Ja, also der sprüht nicht gleichmäßig, der sprüht immer nur partiell. Wird auf unserem Missionsfeld von Team Gelb ihr Drescher abgeholt. Und? Also. Leitwerkswagen auf dem Missionsfeld. Macht das überhaupt Sinn bei... Ja, ist egal. 172.000 haben wir jetzt. Wir haben schon ein bisschen was angespart, ne? So ist es nicht. Jo. Schwere Zeiten werden kommen. Was wird kommen? Schwere Zeiten. Schwere Zeiten. Oh nein. Mhm. Es wird aber auch wieder gute Zeiten geben. Das ist so richtig gute, wo wir uns vor Arbeit kaum retten können. Hoffe ich zumindest. Mir geht gar nichts. Warum nicht? Muss man neu connecten. Mache das. Tschüss, Andi. Ich muss mal PC mehr starten. Leider. Joho! Das hat er die Woche schon mal gehabt mit seinem Internet und hat er wieder das Spiel verflucht, obwohl das Spiel gar nichts dafür konnte. Oh nein. Ist das so einer? Ja. Okay. Ja, der Ernst. Immer die Leute, die was anderes schieben, aber eigentlich, dass nicht die Schuld ist?
Ja, dann habe ich mal schnell gegoogelt in seiner Region wegen Internet. Aha. Und da ploppt dann auch gleich die Meldung auf, dass die Telekom da unten Probleme hat. Na toll, Telekom wieder weiß. Du hast ja nicht gesagt, nix Server schuld, dein Internet schuld, weil bei mir lief's, bei Uwe lief's, also. Ach, sind immer die anderen schuld. Immer. Aber Tenzo ist auch immer, also gefühlt, wenn ich bei den Aufnahmen bei Dennis reingucke, bei dem ist auch immer irgendwie übel. Hallo Andi! Er spricht nicht zu jedem. Hör dich nicht. Der ist auch jetzt gerade. Wie, du hörst mich nicht. Jetzt besser. Du musst in das Mikrofon sprechen. Nicht unten rum und so. Ich hab nichts verändert. Ach, du musst aber vielleicht mal mit deiner Gusch näher ans Mikro. Ich und bin auch so nah dran wie voll gerade. Drin rein. Ganz tief rein. Ja. Ah. Pause. Wo ist der Kaffee? Du, für Kaffee ist nicht gut, Patti. Das ist mir egal. Kaffee ist Lebensgrundlage. Lebenselixier. Ohne dem ist nix. Nix leben. Ist nix, wird nix, bringt nix. Ist richtig. Habt ihr irgendwelche Kommentare gelesen, über die man reden könnte? Also es, ich glaube, ich wurde uns sehr zu einem Feldkauf empfohlen. Das habe ich auf alle Fälle mitbekommen. Aber maschinentechnisch sind wir eh ganz gut aufgestellt, da können wir eh nicht jammern. Zack, ein bisschen. Bei mir überhaupt nicht. Jetzt läuft's wieder super. Das Zucker ist ganz schön. Irgendeinen trifft's immer, ne? Aber da habe ich gute MS, also Pendel bei 24 bis 30. Uwe versucht mit dem Frontlader ein Schneidwerk auf den Schneidwerkswagen aufzulegen. Wer? Uwe. Ja, die werden auch immer einfallsreicher. Hier auf meinem Missionsfeld, der muss die ganze Zeit wegfahren, wenn ich da zum Ansehen komme. Werner. Ja. Hast du den neuen 700er getestet? nein. Wow. Ey, es ist so viel los momentan. Ich habe zwar eine umgebaute Version bekommen, das du auch. Und so weiter. Ich habe alles da, ne? Ich war auch schon, aber ich habe es nicht geschafft. Ging zeitlich einfach nicht. Das ist ein Trauerspiel. Schon auf der Fichtal bei 26 oder 27 Stunden. Ja, es ist so ärgerlich. Du freust dich auf irgendwas und dann hast du einfach nicht die Zeit, das richtig zu machen. Das ist unglaublich. Aber habt ihr auch den, was ist denn das für einer? Der heute bei Agrapli vorgestellt wurde am Discord. 39 TMS. Den TMS, ich habe, ne, einen Privatspielstand. Das ist auch eine. Ja. Das soll ja auch ein bisschen sehr wild sein. Ja. Also Dashboard Live-Unterstützung ohne Ende da drin. Also. Dann kannst du dem ja noch mit dem CVT-Addon. Ja. Spielt ihr mit dem CVT-Addon irgendwo? Ich hab's tatsächlich noch nicht probiert, diesen. Ich hab's auch noch nicht probiert. Irgendwie klingt das schon interessant, aber ich weiß nicht, ob das zu komplex wird. Naja, du hast beim CVT-Getriebe hast ja halt bloß zwei Fahrstufen oder zwei Fahrbereiche. Außer bei den neuen, was jetzt hier 700er, 900er und 1000er ist, die haben nur noch einen Fahrbereich, also die aktuellen Generationen. Die suchen sich dann halt immer selber das Richtige raus, wo sie hin müssen. Ist das aber nicht so auch beim 700er, beim neuen, dass der zum Beispiel Allrad und so weiter alles automatisch zuschaltet, wenn das braucht? Ja. Das ist krass, das macht alles selber. Das war auch ein Problem, wenn ihr die Reportage gesehen habt von der Agritechniker. Ja. Als sie den 1050 in die Halle geparkt haben. Wegen dem Teppich? Wollten sie wegen dem Teppich den Allrad ausschalten. Das ging aber bei dem nicht mehr. Ja, das habe ich gesehen. Hat alles immer so seine Vor- und Nachteile. Ja, klar. Aber es ist halt auch ein Gerät zum Arbeiten, ne? Nicht auf den Teppich stellen eigentlich. Ja. Das muss man auch mal so sagen. Also wenn der Teppich mal leidet, dann naja. Ja, der Schnippe bringt ja dann noch den 600 in den neuen. Also der haut jetzt nochmal richtig raus. Aber was ich nicht verstanden habe,
Warum hat er den 700er keinen Frontader gegeben? Das verstehe ich auch nicht. Kannst du ja mit Frontader bestellen, original bei Fendt. Ist richtig. Du hast ihn ja sogar gefahren, oder? Mit Frontlader-Konsole. Oh, ich weiß gar nicht, ob der nicht dran... Doch! Der hat ja diese, ich sag mal, Hörner vorne dran, ne? Ja, genau. Ich glaube schon, dass der... Ja, doch, stimmt. Jetzt, wo du sagst. Ja, das verstehe ich auch nicht. Vor allem hat ja... Schnüppel hat ja das Agro-Pack. Komisch, ne? Agro-Pack, ja. Zumal, er hätte es ja blau aus dem 700er Pack, was er ja hat, hätte die Cargo-Konsole ausbauen können. Aber ich weiß nicht, ob das jetzt dann das Originale wäre, weiß ich jetzt nicht, aber er hätte halt die Frontlader-Konsole. Ja. Weil das war, glaube ich, einer der Punkte, wo viele gesagt haben, Frontlader wäre schön gewesen. Ist ja natürlich mal auf hohem Niveau, ne? Ja, bei dem 700er gehört es einfach, finde ich. Ich sag mal so. Der Größe, ja. Ja, kann man mitnehmen, die Frontlader-Konsole, aber für mich war es jetzt nicht ausschlaggebend, das Ding. Weil ich hatte noch einen 516er habe ich noch, ein Vario. Der hat Frontlader, von daher. Braucht keine zwei Schlepper damit. Meine Meinung dazu. Ich meine, dass bei einem 1000er der Frontlader keinen Sinn macht, ist uns allen klar, ne? Mhm. Oder auch beim 900er macht es ja, glaube ich, auch nicht so viel Sinn. Richtig. Aber ansonsten macht der richtig Bock. Ich habe noch von so ein paar kleinen Fehlerchen gehört. Getriebe umsetzungsmäßig. Ja, da hat Schnippe selber, da haben sie in ihrem Discord, haben sie da eine separate XML mit reingepackt. Ah. Das haben wir auf dem Fichtal-Server, haben wir die Version, aber halt ohne Frontlader. Also der hat die Anpassung. So, was ist das nächste Highlight, auf was wir uns freuen? Ellerbach, ne? Nee, da kommt diesen Monat ja noch was anderes. Da kommt noch was anderes. Vorneweg. Strommäßiges. Ja. Ja. Was hätte ja eigentlich schon Ende 23 kommen sollen. Es war ja mal für Weihnachten geplant, was ich so gehört habe, aber irgendwie. Na, irgendwie so. Waren wir nicht artig genug, dass wir das unter Weihnachtsbaum gelegt bekommen haben, vielleicht. Naja. Ist halt so. Machst du nix? Ich bin froh sein, dass generell kommt, das kostet nichts. Richtig. Und dann Ellerbach halt. Aber wann die genau kommt, er hat ja bloß gesagt, dann muss er gerade erstes Quartal 2024. Warten wir mal ab, ne? Adi? Ja. Ich glaube, Schweizer wollte was von dir. Ja, Schweizi. Was tun Sie? Um rumstehen. Komm mal her. Mir nichts zu tun. Hallo, das hätte ich gar nicht mitgekriegt, dass gestreamt hatte. Doch, ich habe den Benachrichtigung bekommen, aber... Einfach ignoriert. Sag dir, wie es ist. Ich hätte keinen Slot gehabt, um mir da mal irgendwie was anzugucken. Die Spritze auch hin schnell, die Frage für ein Schulprojekt. Warte mal, ich guck mal kurz, was die anderen Sprayer sagen. Wo sind sie denn? Was ist denn da? Die Hardy hat 12 km/h. Also die werden nicht schneller. Naja, da ist so. Nö. Oh je. Was? Der Tony hat ein Update bekommen, er hat keine Rundumleuchten mehr. Oh Gott, muss ich drauf konfigurieren. Oh Gott. Aha. Muss gleich zum Shop. Und
fährst jetzt halt ohne Randale-Leuchte. Ah, nee, nee, nee. Meine Damen und Herren, für heute sind wir erstmal fertig. Herzlichen Dank fürs Zuschauen, fürs dabei sein. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da und bis zum nächsten Mal. Also morgen. Macht's gut. Tschüssi. Tschüss. Tschüss.